Hallo Modellbau-Freunde, hier ist wieder euer Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem richtig geilen Video. Und genau genommen geht es um ein Urlaubsspezial. Na, ich fahre nämlich weg und ja, die Kamera nehme ich mit, ganz klar. Ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Na, jetzt wird erstmal gepackt. Ja Leute, also alles ist eingepackt, ne? Alles. Und hier sind die Autos drin. Ich nehme zwei Stück mit. Ja, schon alles eingepackt. Ich freue mich schon. Gleich morgen früh, wenn ich aufstehe, geht's los. Und ja, jetzt erstmal schlafen gehen. Ja, also Leute, ich bin angekommen. Und das ist das Hotelzimmer. Ne? Sieht richtig geil aus. Schön groß vor allen Dingen. Eine kleine Mini-Suite. Und die Autos sind auch gut angekommen. Zum Glück, na, zum Glück ist alles heile angekommen. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf den Strand, na, wie es da aussieht, mal gucken. Und ja, erstmal abwarten. Na. Ja Leute, am Strand ist echt geil, ne? Muss ich echt sagen. Hier gefällt es mir. Hier würde ich gern bleiben. Ne? Hier ist echt schön. Heute ist natürlich richtig geiles Wetter. Traumhaft, nicht eine Wolke am Himmel. Gut ab. Langsam.
Ja, Leute, also wir sind wieder zurück. Ja. Und es war echt richtig schön. Ja, im Urlaub war es herrlich. Und ja, das kostet natürlich viel Geld, dahin zu fahren. Ja, deswegen mache ich das auch nicht so oft. Aber wie ihr sehen könnt, sind alle Wagen heil geblieben. Ja. Und eins ist schon mal klar. Ja. Die Autos halten was aus. Ja. Der Turnagey sowie der Team Durango, ja, beide haben nichts. Also beide sind einwandfrei noch wie vorher. Nichts ist verbogen, nichts ist kaputt gegangen, gar nichts. Ja, alles ist tipptopp. Und ja, ich kann die Autos auf jeden Fall weiterempfehlen. Vor allen Dingen für den Sand. Ja, sind die echt top. Ja, ich denke, das war's für heute. Ja, ich hoffe, euch hat das Spezial gefallen. Ja, wenn ja, dann macht einen grünen Daumen. Ansonsten könnt ihr mich wie immer auf Facebook besuchen oder in meinem Forum unter www.rc-chris.com. Ansonsten würde ich für heute sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.